Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Project Unstable 6. Yay! Hi. So, das letzte Mal haben wir ja ein bisschen was probiert und angefangen. Wir haben ja zum einen angefangen, hier unten einen Reaktor zu bauen. Haben aber festgestellt, der Reaktor bietet uns nicht diese Stromqualitäten, die wir gerne hätten. Also er macht schon Strom, aber er macht nicht genug Strom. Weswegen ich den Reaktor gerne ausbauen würde. Ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen was in Auftrag gegeben, also gemacht habe ich soweit noch nichts, weil im Moment erstmal der Auftrag besteht, 300 Bleiplatten zu machen. Die 300 Bleiplatten sollten dann hoffentlich, ich glaube, sie reichen nicht ganz aus, um das zu machen, weil ich brauche 40 Reaktor Casing für das, was ich gerne machen würde. Ja. Deswegen, das ist noch ein bisschen, was wir da brauchen. Nun gut, aber ich war fleißig. Ich habe mal die ganzen Erze, die wir durch unsere Asteroiden und so weiter bekommen haben, eingeschmolzen. Dadurch haben wir jetzt einen Haufen Nickel, Tin, Uran, Silber. Wir haben alles mögliche. Wir haben 360 Titanium. Also wir haben genug erstmal, um alles mögliche zu machen. Wir haben einen Haufen Iridium. Es ist toll. Es ist einfach toll. Deswegen, ja, das habe ich erstmal offscreen gemacht gehabt. Damit wir jetzt wirklich keine Erze mehr drüben haben, bei unserer Raketenabschussbasis. Und ich theoretisch nochmal sagen kann, okay, wir machen jetzt die nächste Mission. Genau. Ja. Ich bin noch überlegen, wie ich es mache, ob ich jetzt das Ding nochmal sofort aufbaue. Ob ich erstmal, ich weiß auch noch nicht, wo ich es hinbauen will. Es ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Nun gut, was machen wir heute? Wir kümmern uns heute darum, dass die Munchtium mal ein bisschen Mana los wird. Denn das ist ja im Moment ganz schön doof. So, ich hatte zuerst überlegt, ob ich es direkt in unser Botania-Haus baue, weil ich meine, es würde sich ja anbieten. Dann ist mir aber folgendes Problem passiert, das Haus ist zu klein. Ich muss das Haus größer bauen, ich muss das Ding hier noch ein ganzes Stück nach hinten zerren. So 4-5 Blöcke müssen es mindestens sein. Damit das alles funktioniert. Weil ich habe hier beim Mabe ausgeplant gehabt, aber das muss noch ein ganzes Stück nach hinten. Ja, dann muss das hier noch im Endeffekt weichen. Das muss umgebaut werden. Ich habe jetzt schon mal hier einen Spawner reingesetzt. Ach, guck mal, wir haben Hexen. Das ist sehr gut. Warte mal, sind das... Was seid ihr für Hexen? Normale Hexen. Wunderbar. Ich nehme mal eine mit. Huch. Hä? Hab ich nicht eben... Jetzt. So. Ich nehme mal eine normale Hexe mit. Weil Hexen sind nämlich super für eine Farm, für eine Blutfarm. Denn Hexen haben diese wunderschöne Eigenschaft, dass sie sich immer wieder selber hochheilen. Was sie zu perfekten Dauerbrennern macht. Ich meine, wir könnten auch theoretisch dieses Soil nehmen, worauf Zombies sich immer wieder heilen. Wir müssen auf jeden Fall der Witch dann einen Nametag geben. Und dann könnten wir die, oder einfach benennen und danach könnten wir die nutzen. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Warte mal, was wollte ich jetzt holen? Wo ist es? Ich wollte ein Sigil haben. Da. Okay, also wir haben 400.000. Naja, das ist ja schon mal ein bisschen was. Okay, so, zack. Und wir haben eine Hexe. Ich brauch dann nochmal ein neues So, weil irgendwie, dass ich... Falls mir irgendwas begegnet, was ich gerne einsammeln möchte. Nun gut, zurück zum Eigentlichen. Also, zack, zack, ciao. Wir kümmern uns heute darum, dass Mana hochkommt. Und wir packen das Mana erstmal hoch, wo praktisch unser jetziges Botania ist. Ich baue das Setup eh so, dass wir es einfach verschieben können, wenn wir wollen. Und zwar werden wir es mit Minecarts machen. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, was? Minecarts? Ja, Minecarts. Wir werden uns das einfallen lassen. Denn wir haben nicht Super Circuit Maker, das heißt, wir können das nicht ganz so einfach machen mit dem Timer. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr zu tun. Ich meine, wir haben verschiedenste Timer, die wir nutzen können. Redstone Timer Filter. Oh, das ist neu. Ich weiß nicht, was das Ding macht. Das können wir mal machen. Dann können wir mal gucken, was das macht. Ja, na gut. Und dann packen wir das Mana von hier unten, packen wir hier hoch, weil da unten der Mana-Pool ja voll ist. Das heißt, es muss endlich mal weg. Wir können das Minecraft nämlich teleportieren. Mit Hilfe von Teleposern beispielsweise.
Und wahrscheinlich fragt sich jetzt der eine oder andere von euch ja, warum teleportierst du nicht einfach einen Mana-Pool? Tja, weil das nicht funktioniert. Wenn ich einen Mana-Pool teleportiere, ist das Mana drinne weg. Das Mana wird auf Null gesetzt, damit man eben so einen Mana-Pool nicht einfach sich verschiebt, wegteleportiert oder was weiß ich nicht. Das heißt, das Mana, was im Mana-Pool drinne ist, verschwindet, sobald das Ding woanders hin platziert wird, als der ursprüngliche Punkt. Und das ist doof, das wollen wir nicht. Ja, deswegen, wir kümmern uns darum, dass wir das erstmal irgendwie jetzt so ein bisschen schaffen. Das erste, was wir brauchen, sind natürlich Tracks. Oder beziehungsweise Rails. Und zwar brauchen wir normale Rails. Mal 64 mal einmal dabei sind. So. Ich mag meinen Cards nämlich eigentlich auch wirklich. Wir haben eine Advanced Detect Rail, die ist von Steve Cards noch. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Arcane Activator, das war das Ding, wo sie, glaube ich... Na, ganz kurz gucken wir nochmal. Ich glaube, das Ding konnte dann fliegen. War das? Dass die praktisch, wenn dann da drunter irgendwie ein Leviator macht, dass es den fliegen kann? Ich weiß es nicht. Moment. Rail. Arcane Activator Rail. Ah, das war für den Automated Crossbow. Stimmt, dass der da drauf schießt oder sowas. Stimmt. Das hatte gar nichts damit zu tun. Okay. Gut. Ja, Junction brauchen wir auch nicht. Blaze Rails sind, glaube ich, einfach nur schnellere Rails gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Brauchen wir auch nicht. Im Endeffekt, wir brauchen nur Mechanical Booster. Stone Detector Rail. Soulforge Steel, was ist der Unterschied? Können die dann unterschiedliche Gewichte oder sowas? Egal. Wir brauchen im Endeffekt einfach nur eine Activation Rail. Ein Activator? Ah, jetzt muss ich überlegen, warte mal, war es Detector oder Activator? Ich meine, wir können beide machen. Wir machen einfach Activator. Weil ich weiß nämlich nicht, welche dieser beiden die war, die ein Signal ausgibt, sobald man drüber fährt. Okay, die ist es nicht. Activator Rail. Ich dachte immer, die macht sowas. Oder, warte. Mal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt irgendwie das falsch denke. Vielleicht ist es auch einfach nur Block. Nee. Okay. Gut. So. Wir machen mal die Detector Rail. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen Wooden und den anderen. Sind irgendwie neu. Zack. Ja, wunderbar. Genau, das brauchen wir im Endeffekt. Wenn ein Minecart auf eine Detector Rail fährt, soll es ein Redstone-Signal ausgeben. Und zwar auf dem Block drunter. Weil dann können wir es nämlich einfach mit dem Teleporter teleportieren. Das heißt, immer wenn das Minecart über diesen Block fährt, wird es automatisch teleportiert an die gegenüberliegende Stelle. Ja. Relativ praktisch. So. Also, das brauchen wir. Was war die Activator Rail? Was ist das gerade mal? Warte mal. Weiß nicht. Okay. Ah, Moment. Okay, also dieses Ding kann aktiviert werden mit Redstone und wenn dann man drüber fährt, wird man rausgeworfen, TNT wird aktiviert und so weiter. Das heißt, es gibt das Redstone-Signal weiter. Ah, okay, interessant. Okay, braucht man nicht. So, ich brauche Teleposer theoretisch noch. Ich habe einen, ich brauche noch einen zweiten. Ein bisschen ungünstig. Habe ich noch Zeug? Fast. Ich brauche eine Perlen. 4 Stück. Zack. So, machen wir nochmal das. Und dann können wir eigentlich versuchen, das alles mal irgendwie hinzukriegen. Wie gesagt, das einzige Problem ist nur, wir müssen dem Minecart im Endeffekt sagen, wann es losfährt. Und das wird so ein bisschen das... Was mache ich denn? Wo gehe ich denn hin?
Ich bin so ein bisschen neben der Mütze anscheinend. So. Denn ich muss hier oben hin. So, und dann brauchen wir einmal nochmal das Ding. Schawupp. Mal hier rein. Und dann müssen wir hier die Dinger rein. So, das Ding können wir nochmal aufladen. So, damit haben wir das. Für den Fall, dass wir mal brauchen. Ich brauche nur zwei, ich bin doof. So. Eins habe ich aktiviert, genau. Und dann müssen wir noch ein zweites aktivieren und der Rest ist egal. Genau, und dann haben wir die zwei Teleporter und dann können wir es hin und her teleportieren. Dann brauchen wir noch einen Mana-Pool, den wir ins Minecart packen. Ja, das kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. So, zack. Einen aktiviere ich nochmal. So. Gut. Dann gehe ich nochmal schlafen, dass es Tag wird, dass uns da hinten jetzt nicht gleich irgendjemand überfällt, wenn wir da irgendwas bauen. Darauf habe ich keine Lust. So. Zu doof, durch eine Tür zu gehen. Gut. Okay. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eine zweite Telepause und dann gucken wir einfach mal weiter. Zack, zack, zack. Und das Ding. Telepause. Wunderbar. Ups, achso, hier kann ich nicht stacken. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Und ich habe da den Master Blood oben, merke ich gerade. Moment, den muss ich nochmal ganz kurz wegbringen. Sonst geht hier der Mana-Pool, der Blutaltar voll. Und mir geht Zeug verloren. So. Wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal unten, dass wir irgendein Setup bauen, dass es erstmal überhaupt irgendwie funktioniert. So, wir brauchen dafür dann später noch die Mana-Pump. Das ist auch noch was Wichtiges. Gibt es eigentlich einen Mana-Detektor? Mana-Splitter ist auch schön, aber gibt es einen Mana-Detektor eigentlich? Ich glaube, die Mana-Pump... Moment, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Hat die Mana-Pump ein Signal ausgegeben? Nee, da. Nein, falsch. Mana. Pump. Wo ist er? Da. Mana Pump can. Genau. It will transfer mana between a pool and adjacent to a car with a pool on a rail opposite to the target. Transfer rate is extremely fast. So fast that overflow is possible, causing mana loss. Okay. Genau, wir können mit Redstone. Ah, wunderbar. Ein Comparator sagt, wie viel Mana ist im Card. Wunderbar. Wunderbar. Das ist perfekt. Das heißt, wir können nämlich an die Mana Pump einfach den Comparator anschließen. Und kriegen automatisch raus, wie viel Mana im Pool ist. Oder, also, ich weiß nicht, ob es beides ist, ob es nur das Minecart ist oder beides, der Pool und das Minecart. Wo gehe ich hin? Hier muss ich hin. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann mal ein bisschen... So. Dann das weg. Und dann brauchen wir das Ding. Zack. Wunderbar, dankeschön. Jetzt einmal wieder hier rein. Nein, das brauche ich. Gut, und dann brauche ich theoretisch noch einen Comparator. Habe ich noch einen? Nope. Zack, zack. Wunderbar. Gut, wir versuchen das alles so ein bisschen ohne einen Computer oder sowas, sondern mit, wenn möglich, einfach einen Redstone zu automatisieren. Jedenfalls ist das so ein bisschen mein Ziel. So, wir brauchen auf jeden Fall hier, brauchen wir irgendeinen Platz, dass das Minecraft hin kann. Und ich brauche Booster Rails. Weil die kann ich nämlich deaktivieren mit Redstone. Moment, wir brauchen Booster Rail. Rail. Weil wie gesagt, die gehen ja an, sobald ich ein Redstone-Signal gebe. Und ansonsten stoppen sie das Minecart, wenn sie kein Redstone-Signal haben. Und ich kann sogar Folgendes machen. Warte mal, das passt sogar wunderbar. So, wir packen nämlich hier die Activator Rail rein. So, ich habe das ja schon mal gemacht, so ein bisschen. Und dann muss ich theoretisch...
Es ist auf der Schräge, damit das Minecart Momentum kriegt, praktisch. Wenn die aktiviert wird, kriegt das Minecart automatisch ein bisschen Momentum und rauscht dann los. Würde ich das nicht machen, würde ich das eine gerade Fläche machen, dann fährt das Minecart nicht los, weil es gar kein Momentum hat in irgendeine Richtung. Und so kriegt es immer Momentum in eine Richtung. Falls es irgendjemanden interessiert. So, zack. Ups, falsch. So, im Endeffekt brauchen wir sowas. Und haben dann hier irgendeine Detector Rail. Zack. Genau. Im Endeffekt brauchen wir sowas. Das Minecart soll immer in eine Richtung fließen. Das heißt, wenn das hier rauskommt, dann muss es eigentlich in eine Richtung gehen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich es einfach so gebaut habe, dass es immer parallel ist. Das heißt, wenn das hier in diese Richtung horizontal ist, dann ist auch praktisch der Bahnhof, wo das dann alles geregelt wird, auch in dieser Himmelsrichtung. Das heißt, wir haben jetzt hier im Moment eine Nord-Süd-Richtung, nee, eine West-Ost-Richtung, Entschuldigung. Und dann wird der Rest auch in West-Ost gebaut. Weil ansonsten ist es ein bisschen schwierig mit diesem Momentum, wo das Minecart hingeht. Weil das Teleportieren von einer Rail ist auch immer so eine Sache, weil die ist dann ja automatisch gedreht. Wenn ich mir recht entsinne. Also, ich glaube, die dreht sich. Ich weiß es gerade gar nicht. Warte mal, wir können ja mal einfach mal testen. Wir haben ja. Dafür haben wir es ja. Huch, nein. So. Zack. Activator Rail. Und dann brauchen wir theoretisch noch unser zweites kleines Ding hier. Zack. So, auch eine Activator Rail. Und das, achso, das wollte ich ja in eine andere Richtung machen. Fällt mir gerade auf. Dass wir hier praktisch einmal so einen Kreis machen. Huch. So, dann geht das Ding nämlich jetzt einfach theoretisch woanders lang. So, dann müssen wir jetzt einmal diese beiden Dinger konfigurieren. Einmal zack und einmal zack. Hier kommt der rein, da kommt der rein. Und dann können wir mal ein Minecart machen, welches wir mal anstupsen in diese Richtung. Zack, jetzt ist da und ihr seht, die Rails nicht gedreht. Das ist das ganze Problem bei der Sache. Das heißt, die Rail muss immer richtig sein, sonst haben wir dieses Problem. Okay, also das Problem existiert. Gut zu wissen. Also nicht so machen. Hätten wir es geklärt. Und da ist rausgekommen. Gut, weil manchmal ist nämlich das Problem, dass es nicht rauskommt. So, okay. Gut, hätten wir geklärt. Ich habe vergessen, Mana-Pool zu machen. Ich habe vergessen, noch Mana-Pool zu machen. Weil ein Minecart ohne Mana-Pool kann schlecht Mana im Mana-Pool transportieren. 5. So. Habe ich nicht hier. Da. Zack. Mana-Pool. Und dann das plus das gibt Minecart with Mana-Pool. World Domination How to. Create a Minecart with Mana-Pool for Long Range Mana Transport. Genau. Ah. Wunderbar. So. Und dann haben wir hier im Endeffekt die Pumpe. Diese Pumpe platziere ich erstmal. Die hat einen kleinen Pfeil, welcher uns hilft, welche Richtung sie gerade geht. Und jetzt will ich mal gucken. Gibt kein Signal aus. Okay, wenn ich das Ding jetzt mal umdrehe. Okay. Frage, gibt er auch aus, wenn ich jetzt hier das Mana-Pool hinmache, Mana-Minecart, dann füllt er es sofort. Ja. Yep. Okay, er gibt es, egal in welche Richtung. So, und das Minecart ist jetzt voll. Wir haben es jetzt ganz schnell geschafft, das Mana-Minecart zu füllen, wie ihr seht. Und wir haben jetzt hier ein Redstone-Signal. Das heißt, wir können jetzt hier hinten abfragen einfach, ist das Redstone-Signal 15? Okay. Wir könnten theoretisch noch einen Comparator bauen. Weil er dann zwei Signale vergleicht. Also praktisch einfach mit einem Subtractor. Redstone. Wir gucken einfach mal ganz kurz. Es gibt doch sicher irgendeine Möglichkeit. Ich weiß gerade nicht welche, aber es gibt sicher irgendeinen Block, der uns das jetzt ganz schnell regelt. Das ist Redstone-Signal übertragen. Randomizer brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Constant. Das gibt es auf jeden Fall. Dass wir dauerhaftes Signal ausgeben. Redstone-Relay. Was war Relay? Gab's nicht? Hier, Analog-Emitter.
Is a block that allows you to easily produce analog redstone signals with the strengths you want. Genau, das hätten wir auch noch als Möglichkeit. Was ist jetzt los? Das hängt mein Minecraft erstmal. Warte mal kurz. Haha, geht wieder. Okay, wir haben theoretisch auch noch, gibt's noch einen anderen Comparator, Redstone Comparator? Das ist für Ferne. Weil wir müssen das Redstone-Signal, müssen wir wieder an diese Powered Rail natürlich bekommen. Beziehungsweise es reicht ja ein Block dahinter, dass wir den powern und automatisch die Powered Rail. Oder wir machen hier noch einen Block mehr und powern dann den. Oder, ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall kriegen wir das Redstone-Signal aus. Das ist schon mal gut. So, da ist er wieder. Hat es an der Tür geklingelt. So, gut. Wo war er stehen geblieben? Das weiß ich nicht mehr. Achso, genau, ich wollte ja gucken wegen Redstone, nicht Comparator, sondern... Gibt's eine Art Activator? Nee, ne? Okay. Also, wir können Folgendes machen. Wir können auf jeden Fall hier abgrasen, wie viel Mana-Pool mein Card ist. Was wir, glaube ich, aber nicht brauchen. Denn die Sache ist die, das Mana mein Card ist eigentlich sehr schnell voll. Wie wir gesehen haben. Das hier, glaube ich, ist am besten für den Output. Das heißt, wenn das Ding auf 0 ist, dann aktivieren wir. So in etwa, glaube ich, wird es am besten sein. Also, was wir machen, wir werden das so lassen und werden uns nochmal Hourglass machen. Das ist wahrscheinlich am besten erstmal für das, was wir jetzt vorhaben. Dass wir praktisch nach einer gewissen Zeit das Mana Minecart losschicken und dann geht's auf eine Reise. So, wir haben natürlich Timer, wir haben Hourglass. Ich mache mal jetzt Hourglass. Nee. Das ist das falsche Hourglass. Das brauche ich, genau. So, ich brauche also noch Mana Glas. Glas. So. Machen wir noch ein bisschen was davon. Okay, und dann machen wir das mal ganz schnell. Ich muss es mal alles unbedingt ins E-System packen, dass wir es nicht immer alles so separat haben hier in der Kiste. Jetzt haben wir ja eigentlich mittlerweile den Speicher. Komm, alles ins E-System. So, also. Hallo, danke. Zack, zack. Wir brauchen einmal das. Hourglass. Wir brauchen noch Sand. Sand. So. Und ich kann nochmal schlafen gehen. Dann beeile ich mich mal schnell, dass wir noch irgendwie das, diese Folge hinkriegen, dass wir wenigstens dieses Setup haben. Und dann brauchen wir oben noch theoretisch unsere Rückschleife. Die ist ein bisschen simpler, weil wir im Endeffekt einfach nur abfragen müssen, wie viel noch im Minecart ist. Und wenn Minecart 0, dann schick Minecart wieder los. Wobei, hier müssten wir eigentlich auch gucken. Also wir müssten... Ich will das Minecart nämlich nicht immer losschicken. Weil die Sache ist die, wir haben sonst immer ein Setup gemacht, wo die Mana-Produktion zentral war. Und wir haben dann das Minecart losgeschickt, dorthin, wo Mana benötigt wurde. Jetzt machen wir zwei Systeme. Wir haben einmal das... Mana-Ankommen-System, also Mana von hier zur Ausladung. Und wir haben ein System, also wir brauchen noch ein System für Mana von Mana-Lager zu Mana-Verbraucher. Falls wir jetzt zum Beispiel irgendwo nochmal zum Beispiel eine Vinculotus haben von Botania, um da irgendwie zu verhindern, dass die Endermen sich in der Mobform wegteleportieren. Da müssen wir Mana hinschaffen. Und ich möchte ungern Thermalilies überall hinsetzen. Deswegen werden wir das irgendwie so machen. Genau. Also, was müssen wir machen? Erstmal zum einen, Hourglass alleine reicht demnach nicht, ist mir gerade aufgefallen. Sondern ich muss auch noch gucken, dass das Minecart nicht immer unterwegs ist. Weil im Moment wäre das so, würde ich das Hourglass machen, das Minecart kommt. Geht natürlich voll. Und dann verzieht es sich wieder. Es wird ein bisschen was anderes noch nötig sein. Und zwar müssen wir nämlich zum einen dieses Minecart so machen, dass es, wenn es... Upsala. Nee, nicht in die falsche Richtung fahren dann. So. Wenn das Minecart nämlich voll ist, soll es losfahren und soll beim Output stehen bleiben, bis es leer ist. Wenn es leer ist, kommt es wieder hierher, füllt sich. So ist der Plan. Allerdings
Ist halt schwierig zu. Wir machen es erstmal mit einem normalen Hourglass. Komm. So, das heißt, wir machen mal alle 10 Sekunden ein Redstone-Signal. Ist eine lange Zeit, aber da kann vielleicht nochmal irgendwas passieren oder sonst was. Und es ist nicht, dass es gleich wieder unterwegs ist. So, jetzt sollte. Zack. Redstone-Signal reicht nicht aus von Länge. Das ist. Du bist zu kurz, Hourglass. Du bist zu kurz. Moment. Wir brauchen eine Möglichkeit, das. Hat ein Repeater gereicht? Falsch. Advanced Repeater, was kann der? Achso, On-Off-Delay. Wunderbar, das ist perfekt. Das ist genau das, was ich haben möchte. Bitte ja. Zack. Und dann brauchen wir noch eine Eisenplatte. Oh, sind die Bleiplatten fertig? Ja. Zack, 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 zack. Ah, wunderbar. Okay. Warten wir kurz auf die Platte. Machen wir unser Advanced-Ding, dann können wir nämlich. Können wir nämlich direkt auf jeden Fall einstellen, was der Delay ist. Ich möchte trotzdem einfach mal testhalber einen normalen Repeater nehmen, ob der schon ausreicht von der Zeit. So. Das Minecart hat es jetzt geschafft, sich langsam nach unten zu schieben. So. Warten wir mal kurz. Okay, es hat nicht genügend Power. Moment. So. Okay, das ist ungünstig. Moment. Signal muss definitiv länger da sein. Okay, machen wir das Ding. Turn off Delay. Turn on Delay. Machen wir auf minimal und turn off machen wir ein bisschen länger. So, wie gesagt, das Ding muss ja erstmal anfahren können. Also machen wir es mal dahin. Gucken wir mal, ob das reicht. Reicht auf jeden Fall. Wir haben es aktiviert, das wäre jetzt weg. Jetzt kommt es wieder und hängt hier oben fest. Ich meine, es kommt dann mit mehr Speed an, definitiv, als jetzt hier gerade aktuell das Ding. Weil wir praktisch dort, wo wir es hin teleportieren, haben wir auch nochmal praktisch eine Powered Rail und beschleunigen das Ding vorher nochmal, dass es schön mit einem Speed ankommt. Und hier drauf dann stehen bleibt. Ich weiß nämlich nicht, ob die Mana-Pump das Ding jetzt schon erreicht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Delay ist super. So möchte ich es haben. Reicht auf jeden Fall aus. Gut. Damit hätten wir schon mal das. Jetzt müssen wir nur, wie gesagt, dafür sorgen, dass dann. Ups. Dass Minecraft einmal teleportiert wird. Das können wir mal ganz schnell machen. Dass wir hier oben mal einen Kreis aufbauen. Einen kleinen Kreisel. Brauchen dafür noch eine Mana-Pump. Pump. Da ist er. Und ich habe keinen. Oh, ich habe keinen Living Rock mehr genug, ne? Ich mache nochmal schnell welchen. Auch eine Sache, die wir unbedingt noch automatisieren müssen. Living Rock. Living Wood. Das muss man automatisieren. So. Und dann würde ich sagen, wir bauen den Kreisel erst einmal. Wo bauen wir hin? Bauen wir hier hin? Bisschen hässlich, aber wir bauen es mal hier hin. So. Und dann machen wir das so, dass wir hier hinten mal ein bisschen höher bauen. Kurzzeitig einfach nur mal, um da irgendwie die Ausladung da irgendwie zu machen, jetzt hier an der Seite. Dass wir irgendwie hochkommen. So, also, wir brauchen normale Rails, die im Endeffekt dann wieder auf eine Power Rail gehen. Kennen wir ja. Patsch, hier wird man dann irgendwie rausnehmen auf dem Mana Pool. Da muss ich nochmal wenigstens einen weitergehen dann theoretisch. Außer ich würde es so machen. Moment, wir kommen ja hier an. Da kann ich auch hier. So was, da bauen wir hier den Teleposer rein. Aha. Hier die Rail. Und dann. Okay, das haben wir fertig. Und dann gehen wir hier wieder zurück. So, das heißt praktisch, hier müssen wir hochkommen. Das ist eine Strecke, die es hoffentlich schaffen sollte. So. Das nehme ich mal mit. Dann können wir nämlich nochmal eine Pump machen. Ich brauche theoretisch sogar noch mehr für einen Pool, fällt mir gerade auf. Ich habe echt gar nichts gerade. So, machen wir das mal irgendwo hin. Zack. 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 Jetzt habe ich einen Mana-Pool gemacht anstatt einer Pump.
Ich habe nicht genug Zeug. Okay, gut. Jedenfalls hier machen wir einen Mana-Pool hin. Müssen wir dann rauspumpen. Das haben wir alles soweit da. Das heißt, das Minecart könnte theoretisch jetzt hierher. Nee, kann es nicht, weil ich es falsch rumgebaut habe. Moment, das Ding muss ja auf die Seite hier, die Activator Bay. Oh, verdammt, warte, wir müssen das dann... Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das... Müssen wir die Activator Rail hier hinbauen. Also das Ding. Der Activator Rail. So. Es muss ja parallel sein, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Das heißt praktisch, wenn wir unten... Ach, wir kommen auch in die falsche Richtung. Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist alles falsch rum. Moment. Kann ich hier unten die Richtung ändern? Nicht so einfach, ne? Machen wir eine andere Richtung rein. Okay, warte mal. Ich schieb dich mal irgendwo hin. So, stopp, 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 nein. Stopp, 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 nein, 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 warum? Nein, hör auf. Nein. Dummes Ding, hör auf. So, hier sollte es eigentlich nicht fahren, ne? Es hat ja keine... Okay, hat keinen Moment. Es muss aber da weg. Moment. Ah, verdammt. Ich hasse Minecraft, die sind so doof. So. Bleib stehen. Bleib. Gut. Gut, so, dann müssen wir das jetzt auf die andere Seite bauen. beziehungsweise das hier umdrehen. Oh, Mann. Man hat's nicht einfach. Man hat's echt nicht einfach. So, wir brauchen hier die Rail, die dann eigentlich nach unten gehen sollte. Mein Vorteil ist, wir können das sogar so lassen. Wir müssen es nur hier so verbinden. Das ist ein Problem. Moment, das muss weg. Ha, gut. Okay. Du kommst mal hier hin. So, und dann solltest du funktionieren. Dann kommen wir in die richtige Richtung, ne? Go. Aber jetzt wird es teleportiert. Das ist eine ganz schön weite Strecke. Machen das mal so. So, besser. Okay, da ist die Strecke nicht ganz so weit. Gut, damit hätten wir das. Und die Folge ist eigentlich zu Ende. Das heißt, ich versuche mich zu beeilen, dass wir vielleicht mal irgendwie das Minecart einmal hierher geschafft haben. Und Mana rausgepumpt haben. Damit ich das Mana hier unten nutzen kann. So, zack. Nein. Zack. Ich lasse es jetzt stehen. Weiß mir. Warum? Was tut es? Was geht mit meinem Inventar vor sich? So, und das ist die richtige Richtung. Okay. Tschüss. Okay. Also. Jetzt geht es in die richtige Richtung rein. Es sollte funktionieren, erstmal hierher kommen. Das heißt, wir machen mal einmal einen Link. Warum habe ich Mana Powder dabei? Wo kommt das wieder her? Habe ich auch so in den Redstone geworfen? Wahrscheinlich. So, wir kopieren mal das Ding nochmal und dann das da rein. Schnell nach oben, bevor es vielleicht losdüst. Ich glaube, ich schaff's nicht, bevor es da ist. Aua, Server nicht lenken. Und da ist es. Hi! Und es funktioniert. Es pumpt auf jeden Fall schon mal raus. Sehr gut. Warum ist die Activator Ray an? Und jetzt habe ich hier geklickt. Ich bin doof. Oh, ich hasse es. Okay. Ich glaube, da müssen wir das nächste Mal nochmal dran gucken. Dass wir es irgendwie hinbekommen. Mein Hunger sieht auch nicht so gut aus. Oh, Mann. So, okay. Ich würde gern das hier haben. Und warum ist das an? Dann machen wir hier ganz kurz Folgendes. Ja, es bleibt an. Okay, aus irgendeinem Grund bleibt es an. Das kann doch nicht wahr sein. Das baut kurz. Das hier ist wieder ausgegangen. Ist das angeblieben? Wenn ja, bin ich sauer. Nein. Ist aus. Okay. Ist das jetzt da oben noch an? Kurz gucken.
Und dann beende ich jetzt wirklich die Folge. Also ich mache schon mal Abmoderation. Also nee, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht es beim nächsten wieder. Jetzt ist es weg. Hä, wo ist es hin? Was? Es ist weg. Es ist einfach weg. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht ist es auch einfach nur unsichtbar. Ich werde dann mal reloggen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt irgendwas vielleicht doch mitnehmen können aus dieser Folge. Und irgendwie funktioniert hier die Hälfte nicht. Meine Maus funktioniert nicht. Ich habe... es scrollt in die falsche Richtung teilweise. Es ist in dem Modpack schlimm irgendwie. Okay, gut. Jetzt wirklich, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt euch wohl. Warum funktioniert hier nichts? Bis dann. Ciao.